Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen GTA 3 Definitive Edition. Ja, die letzte Mission hatten es wirklich in sich. Ich habe gefühlt für 3 Missionen 5 Folgen gebraucht. Das ist verrückt. Aber jetzt haben wir es dann doch geschafft irgendwie. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht, weil wir jetzt rüber sollen zu C. Wer ist nochmal C? Catalina. Wer auch immer Catalina ist. Mann, du scheiß Bulle, Alter. Entschuldigung. Jetzt hat man nicht die Scheiße, geht ja auch noch hoch. Oh Mann. Wollen wir den schubsen hier? Ach, der denkt sich bevor. Okay, alles klar. Bevor er uns ein Auto gibt, fährt er lieber selber runter. Cooler Typ. Mann! Ja, die können viel aggressiver, ne? Auf Stufe 1 sind die aber noch nicht so aggressiv. Die Übergabe. Wehe, du nimmst mir meinen Raketenwerfer weg. Schieb ich ihn dir quer in dein Taco-Arsch. Question is, did you turn up to rescue Maria or to get me back? Huh? Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. You have been a busy boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot! Bam, Junge, ich bin ein Tier. Ah, ich bin gleich ein totes Tier. Wer schießt denn da? Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Puh. Alle meine Waffen weg. Leckt mich doch am Arsch. Habt euch mit dem falschen Motherfucker angelegt, ihr Arschgeigen.
Gut, ich darf nicht rein. Okay. Was muss ich denn machen? Mach den Idioten kalt. Schnapp dir Catalina. Wo ist denn Catalina? Wow. Der hat mich doch erst hier rüber geschickt. Was ist das für eine Dreckskarre schon wieder hier, Mann? Hey, warum immer ich? Warum krieg ich denn kein Heli oder so? Ja, wo ist der?
Warum bringt uns das Navi hierher, wenn es hier gar nicht ist, Mann? Was ist das denn für eine Verarsche? Ich muss irgendwie auf diese große Straße kommen. In 25 Sekunden, ja, nee, ist klar. Ja, was soll ich denn aber machen? Hat das Spiel da einen Fehler oder was ist los? So. Ach so, ich hatte eigentlich gedacht, mit dem Raketenwerfer können wir den beschießen, aber ich habe ja gar keinen mehr. Ha! Überlebe ich bestimmt nicht, ne? Aber ich kann doch hier nichts machen.
keinen blassen Schimmer, was ich machen muss. Von da komme ich, glaube ich, dahin. Hallo, hallo. Man könnte meinen, ich bin richtig. Gar nicht, was ich. Hä? Ich muss früher da sein. Aber immerhin weiß ich jetzt wohin. So, kurz Wurmel mitnehmen. Neue Weste an. Ab ins Auto und ab geht's. Mal hin, mal hin, mal hin. Meine Fresse. So, jetzt muss ich mal ganz kurz. Sorry. Warum laufen die denn noch alle auf der Straße rum?
get this thing airborne! Ui! Das. Okay, reinfahren macht keinen Sinn. Ich glaube, ich muss wirklich schießen. Heftig. Nicht mal richtig sterben kann er. Ich hoffe ja nur, ich muss nicht schon wieder danach einen Helikopter jagen. Eigentlich ist sie ja da oben stehen geblieben, nur die andere ist in den Helikopter gelaufen. Mann. Jo. Hat sich ja wieder super gelohnt, Mann. Ich habe Angst, wenn ich nicht reinfahre, dass das nicht, ja. Aber was soll passieren? Jetzt sterbe ich auch. So schlecht, ne? Jetzt die Waffe hier nicht mal. Mich macht ein bisschen fertig, dass die Zeit nicht weggeht. Oder ich muss da einfach wirklich komplett durchballern. Ich darf mich nicht bremsen lassen. Einfach mittig durch. Thank you.
Ich fahr einfach rein. Jo, schön. Ich glaube nicht, dass die Zeit reicht, wenn ich da alle niederstrecke. Nee. Oh nein, 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 nein. Einfach macht wirklich gar keinen Sinn, weil nach der Videosequenz stehe ich zu lange. Mann, geht doch weg, Alter. Den ersten könnte ich ja vielleicht durchbrechen. Und danach aber stehen bleiben. Also der ist immer noch nicht tot. Hm.
Meine Fresse. Hä? Soll ich das machen, Alter? Ich habe gar nicht genug Munition und so. Einmal noch, wenn es wieder nicht klappt. Nächste Folge. Das kannst du so schon wieder voll vergessen. Ich weiß aber nicht, warum alle meine Waffen weg sind. Müssen wir es aber irgendwie schaffen. Na gut, Freunde, ich werde die Folge noch einmal beenden. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.